schon wieder vorbei. Vielleicht war es Ihr Druckhaier, der mir ein bisschen zu Kopf gestiegen ist. Ja, das ist möglich. Er ist zu feurig. Ganz alter Jahrgang. Was werden Sie jetzt von Ihrer Königin denken? Was ich immer denke. Dass sie die schönste und bezauberndste Frau ist, die ich kenne. Und dass... Warum sprechen Sie nicht weiter? Ich darf nicht, Majestät. Sie wollten sagen, und dass Sie einen kleinen Schwips haben, nicht wahr? Nein, Majestät. Dann wünsche ich, dass Sie sprechen. Was wollten Sie sagen? Dass ich unsterblich verliebt bin in meine Königin. Aber Graf Anmarschi. Ich liebe Eure Majestät. Vom ersten Augenblick an, wo ich Eurer Majestät gegenüberstand. Ich hätte nie gesprochen. Aber Majestät haben es mir befohlen. Graf Andraschi, Sie wissen, wie sehr ich Sie schätze und wie sehr ich Ihnen zu Dank verpflichtet bin. Sie haben dem Kaiser Ungarn gebracht. Sie haben durch Ihre Kraft und durch Ihre Klugheit den jahrzehntelangen Hass einer Nation in Liebe verwandelt. Sie waren mein einziger Freund. Der einzige, auf den ich mich verlassen habe. Ich wäre unglücklich, wenn ich Sie als Freund und Ratgeber verlieren würde. Versprechen Sie mir, dass das nicht der Fall sein wird. Ich schwöre es, Majestät. Versprechen Sie mir, dass Sie alles, was Sie vorhin gesagt haben, vergessen werden. Alles. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht, Majestät. Ich bin ratlos. Ich weiß keinen Ausweg. Dann werde ich einen finden müssen.